So, hallo alle zusammen. Heute geht es weiter mit dem nächsten Lego Jurassic World Dominion Set. Der Film, der kommt ja erst im Juni in die Kinos, aber die Lego Sets, die sind jetzt schon Mitte April erschienen. Und wir schauen uns jetzt heute mal das nächste Set an. Das hat die Nummer 76946 und heißt Blue und Beta in der Velociraptor Falle. Das Set besteht aus 181 Teilen und kostet normalerweise knapp 30 Euro. Also der Preis ist wirklich wieder sehr, sehr hoch. Leider wie jedes Jahr bei den Jurassic World Sets. Aber dieses Set gibt es halt auch schon im freien Verkauf, da bekommt man es gerade so mit 25% Rabatt, also so für um die 22 bis 23 Euro. Die Box von dem Set sieht dann mal so aus, also ist auch wieder schön gestaltet hier mit dem Bernstein an der Seite. Hier oben hat man einmal den Kopf von Blue, hier an der Seite sieht man auch nochmal von Blue hier den Kopf und hier unten eben von Beta. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann nochmal so aus, hier sieht man halt die Funktionen und hier rechts unten hat man nochmal einen Größenvergleich zwischen den Raptoren und einem Menschen. Und jetzt schauen wir uns mal das Set an und wir starten auch heute wieder mit den Minifiguren. In dem Set sind ja zwei Minifiguren mit dabei, die sehen wir hier mal. Links haben wir einmal Macy Lockwood und rechts Ryan oder Rain Delacour. Macy, die kennt man ja schon aus Jurassic World 2, da kam sie das erste Mal vor. Und Ryan oder Rain Delacour, das ist ein neuer Charakter jetzt in LEGO Jurassic World Dominion oder ein neues Zeitalter. Er ist jetzt hier einmal ausgerüstet mit so einem Betäubungsgewehr oder einer Betäubungspistole. Die besteht aus zwei Teilen, also der Pistole unten einmal und noch einem gelben Pfeil obendrauf. Und beide Figuren haben wirklich tolle Bedruckungen auf dem Torso bekommen. Also bei Macy sieht man halt so eine grüne Jacke, darunter auch nochmal was Rotes. Es könnte aber auch ein bisschen was von der Jacke noch sein. Und darunter dann noch ein T-Shirt. Ihre Beine sind aber unbedruckt, also sie trägt einfach bloß eine blaue Hose, vielleicht eine Jeans oder so. Und Ryan Delacour, der hat, ja, der sieht super aus. Der hat hier so einen Mantel an in Grau, darunter vielleicht noch so eine rote Weste und noch ein blaues Hemd. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Zudem noch eine schwarze Hose mit einem braunen Gürtel. Und hier ist halt auch noch ein bisschen der Mantel dann auf der Hose angedeutet. Ich zeige euch die Figuren dann mal kurz von allen Seiten. Hier sieht man halt nochmal das Haarteil von den beiden Figuren. Macy trägt hier dann noch diese Mütze, die man zum Beispiel von Hidden Side kennt. Und ja, hier eben dann in Schwarz mit ihrem, ja, den braunen Zöpfen an den Seiten. Und beide Figuren haben dann auch noch zwei Gesichter. Die ersten sieht man mal hier. Bei Ryan Delacour sieht man hier an der Seite so eine Tätowierung. Das könnte vielleicht ein Velociraptor-Kopf sein. Oder irgendwie sieht es auch so ein bisschen aus wie ein Schlangenkopf. Aber ich glaube fast, es würde mehr Sinn machen, wenn das irgendwie ein Raptor-Kopf ist. Ich zeige euch die Figuren dann nochmal von hinten. Also beide Figuren haben dann auch noch zweite Gesichter. Die sehen dann mal so aus. Und zudem sieht man hier auch nochmal die Rückenbedruckung von Macy ein bisschen genauer. Hier ist dann, ja, ich würde mal sagen, so ein roter Löwe abgebildet. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Und ich glaube, sie hat auch schon ein bisschen was mitgemacht, weil die Jacke scheint hier auch schon genäht worden zu sein. Also auf jeden Fall zwei coole Minifiguren. Gut, als nächstes schauen wir uns dann mal die Dinos an und wir starten hier mit dem Velociraptor Blue. Das ist das einzige Set, in dem Blue dabei ist und auch das einzige Set, in dem so ein großer Velociraptor dabei ist. Diese Velociraptoren kennt man ja schon aus anderen LEGO Jurassic World Sets. Und hier hat man Blue in einer etwas neuen Farbkombination. Also der Hauptteil von ihr ist jetzt ja so graublau gehalten. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier sieht man dann auch diesen dunkelblauen Streifen, der sich dann einmal vom Kopf oben eben über den Körper bis zum Schwanz durchführt, von dem sie dann eben ihren Namen hat. Und zudem gibt es hier auch noch so ein paar Details auf dem Körper. Also so beigefarbene Striche, Linien. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Also diese neue Farbkombination von Blue gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, diese Raptoren kennt man ja schon. Die sind auch wieder recht beweglich. Wir können zum einen hier vorne das Maul öffnen und schließen. Also so sieht es halt einmal geöffnet aus und so dann geschlossen. Zudem kann man den Kopf dann drehen. Den kann man, wenn man möchte, einmal um 360 Grad drehen. Das funktioniert also. Die Arme kann man dann auch getrennt voneinander nach oben und unten bewegen. Hier ist dann auch noch, ja, hier kann man, wenn man möchte, auch noch was einklemmen, also zum Beispiel eine Stange oder sowas. Das funktioniert dann auch. Hier unten hat man dann die Beine, auch die sind getrennt voneinander beweglich. Und hier hat man dann auch wieder diese typische Raptor-Kralle. Und hinten der Schwanz, der ist dann ein bisschen aus Gummi, also da kann nicht so leicht was abbrechen. Also auf jeden Fall, ja, das einzige Set eben, in dem so ein großer Velociraptor dabei ist.
Und zudem ist das hier auch das Set, in dem hier so ein kleiner Baby-Velociraptor mit dabei ist. In den früheren Jurassic World Sets gab es ja auch schon so Baby-Raptoren, aber da waren die nochmal ein bisschen kleiner. Ich habe hier mal kurz einen zum Größenvergleich dazu geholt. Also da hatten die so eine Größe und jetzt hat man eben ja eine neue Größe. Die Baby-Velociraptoren, kann man sagen, sind jetzt ein bisschen gewachsen und ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das ist ja Beta und wahrscheinlich ist Beta dann das Kind von Blue. Man sieht auf jeden Fall Gemeinsamkeiten, also auch Beta hat hier diesen blauen Streifen, der sich einmal auf dem Körper eben fortführt und auch diese beigefarbenen Details hier an den Beinen sieht man, die wir vorhin schon bei Blue gesehen haben. Und was ich auch noch ganz cool an diesem Minimodell finde, ist, man sieht hier auch die angedeutete Raptor-Kralle. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht worden. Der Baby-Velociraptor hier, der ist aber komplett unbeweglich. Also die Arme, Beine und den Kopf, da lässt sich nichts bewegen. Und hier sehen wir die beiden Velociraptoren dann nochmal zusammen, also Blue und Beta. Und ja, sind wirklich zwei schöne Dinos. Dann haben wir als nächstes hier mal diese drei Teile. Links haben wir so einen Baumstamm, würde ich mal sagen, mit so einer kleinen Rampe. Und da kann Macy dann mit ihrem Fahrrad drüber schanzen. Und das Fahrrad, das ist hier so ein, ja, so ein Mountainbike in der Mitte. Da kann ich die Macy auch mal kurz draufsetzen. Das Ganze sieht dann mal so aus. Und jetzt kann sie dann, wie gesagt, hier über diesen Baumstamm schanzen. Einmal so, also das funktioniert wahrscheinlich. Geht Macy und Ryan Delacour dann irgendwie auf die Jagd nach den Raptoren und sie wollen sie ja einfangen. Und als Falle hat man dann hier drüben einmal diesen Käfig. Hier kann man nämlich die Teile an den Seiten nach unten bringen. Also einmal hier vorne und hier hinten. Eigentlich das hier oben auch nochmal. Da muss man dann aber erstmal die Kette wegmachen. Dann kann man das alles einmal so hier öffnen. Hier ist dann auch schon ein Köder ausgelegt und in der Falle kann man dann eben Beta einfangen. Also für Blue ist hier diese Falle, dieser Käfig zu klein, aber Beta kann man dann hier auch an den Noppen befestigen. Das sieht dann mal so aus und dann kann man eben den Käfig wieder schließen. Einmal hinten, vorne und an den Seiten. Dann kann man das auch wieder hier mit dieser Kette ja, verschließen oder noch zusätzlich sichern. Und das Ganze sieht dann mal so aus. Und um den Dino dann abzutransportieren, hat man hier einmal diesen Pickup. Der gefällt mir optisch auch richtig gut. Also der ist auch recht schlicht gehalten in Rot mit so einem weißen Streifen hier in der Mitte. Finde ich, sieht ganz gut aus. Ich zeige euch den mal kurz von allen Seiten. Der hat eine Breite von 6 Studs. Und hier hinten auf der Ladefläche zum Beispiel, da hat man dann die Möglichkeit, den Baby-Velociraptor dann draufzusetzen und abzutransportieren. Das Ganze sieht da mal so aus, also das hebt da auch perfekt. Das ist extra so eine Aussparung dann eben für ja, diese Falle. Von der Optik, wie gesagt, ist das Fahrzeug recht schlicht, aber das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Hier vorne hat man einmal einen großen Kühlergrill, noch eine Stoßstange und eben die Lichter. In dem Set waren auch keine Aufkleber dabei, also zum Beispiel wurde hier kein Nummernschild angebracht oder so. Aber die Aussparung für das Nummernschild ist trotzdem da. Von der Seite sieht man da nochmal ganz gut den weißen Streifen in der Mitte. Zudem ja, gibt es hier vielleicht noch so kleine Einstiegshilfen und die Spiegel hier an den Seiten. Von hinten hat man da noch die roten Rückleuchten und auch nochmal die Stoßstange mit der Aussparung für das Nummernschild. Aber wie gesagt, im Set waren keine Aufkleber dabei, also auch halt kein Nummernschild. Und hier hinten auf der Ladefläche ist dann wie gesagt Platz für die Falle und hier ist dann auch extra so eine Aussparung. Also hier sieht man zum Beispiel nochmal die Radkästen und hier dazwischen, da passt dann wunderbar hier diese Falle, also mit diesem grünen Teil. Das kann man hier dann reinsetzen und dann ist das auch fest und man kann den Dino dann abtransportieren. Dann werfen wir jetzt noch einen Blick ins Fahrerhaus. Dafür können wir hier einmal das Dach abnehmen. Und hier drin ist jetzt aber bloß Platz für eine Minifigur. Also hier gibt es einen Sitz und eben das Lenkrad.
Und so sieht es dann mal aus, wenn die Minifigur da drin sitzt. Und jetzt kann Ryan Delacour eben den Dino, also Beta, abtransportieren. Und ich bin echt mal gespannt, was es mit der Figur dann auf sich hat, ob das ein guter ist oder ein böser. Also ich traue dem noch nicht so ganz. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das ein Bösewicht in dem Film ist, weil hier scheint es ja so zu sein, dass er eben Beta hier in der Falle eben ja, gefangen hat und dann von Blue wegnehmen oder Blue dann eben wegnehmen möchte. Also da bin ich echt mal auf den Film gespannt, was es dann mit dieser Figur auf sich hat. Gut, und das waren dann auch schon wieder alle Details und Funktionen von dem Set. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein cooles Set geworden. Hätte ich gar nicht gedacht zuerst. Also wir bekommen einen coolen Pickup. Der sieht optisch super aus. Ist halt recht schlicht, aber ich mag sowas. Und hinten hat man halt die Ladefläche, um den Baby Velociraptor abzutransportieren. Die Dinos finde ich auch klasse. Also wie gesagt, man bekommt so einen neuen Baby Velociraptor. Und das ist auch das einzige Set, wie gesagt, in dem ein großer Velociraptor mit dabei ist. Und beide sehen halt optisch auch richtig cool aus. Und auch die Minifiguren, die dabei sind, finde ich klasse. Also Macy und eben diesen Ryan Delacour. Zwei optisch auch sehr gelungene Minifiguren, also mit tollen Bedruckungen. Einziger Nachteil an dem Set ist halt wieder der Preis, das ja wie gesagt bei allen Lego Jurassic World Sets so immer der Fall ist. Im Angebot gibt es das halt schon ein bisschen günstiger, aber vielleicht wird der Preis auch noch auf 20 Euro fallen, wer weiß. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung zu dem Set in die Kommentare schreiben. Ja, und das war's dann mal soweit von mir. Macht's alle gut und ciao.